Ja, dann sind wir eigentlich jetzt schon soweit für die Keynote und ich freue mich wirklich ganz, ganz sehr, dass wir es endlich geschafft haben, euch beide zu haben, weil wir erinnern uns zurück an die letzte Inverter-Klasse und Beyond, da hat es einen riesigen Sturm gegeben und wir haben geglaubt, das ist eigentlich das richtig große Problem, der hat dazu geführt, dass die Ilka und die Rebecca nicht nach Baden haben können und die Karin Tengler von der PH Niederösterreich und ich, wir waren schon ganz verzweifelt und dann hat dann Gott sei Dank die Elke Höfler da einen Stand-in-Keynote gemacht. Aber heute ist es soweit. Heute haben wir unsere Kolleginnen aus der Universität Paderborn da, die auch der Host ist für die nächste Inverter-Klasse Beyond 2022. Und ja, liebe Rebecca, liebe Ilka, bitte um euren Beitrag. Ich übernehme, bedanke mich für die netten Einleitungsworte. Wir haben das ja als interaktive Keynote angekündigt und das heißt, ja, dass an einigen Stellen Sie ihr gefragt seid, teilzunehmen. Nicht ganz so interaktiv wie jetzt gerade, aber trotzdem, genau, möchten wir eben auch einmal uns vorstellen, nochmal ganz kurz und dann natürlich auch wissen, wer sitzt da mit einer anderen Möglichkeit. Wir werden dann zum Student Engagement was erzählen. Das ist sozusagen der Kernteil von dem Vortrag. Und danach sind Sie gefragt oder ihr gefragt, weil es dann die Möglichkeit gibt, diesen Vortrag komplett zu gestalten und mitzubestimmen, in welche Richtung wir gehen. Wir haben uns drei verschiedene Möglichkeiten ausgesucht oder überlegt und sind mal gespannt, in welche Richtung es geht. Es gibt auch gleich ein Handout. Ich stelle das gleich in den Chat, weil wir gedacht haben, wir machen aus der Not eine Tugend und nutzen die Möglichkeiten, die uns das Digitale bietet. Insofern gibt es gleich, Moment, stell den Link mal in den Chat, den der Christian netterweise schon vorbereitet hat. Hier jetzt die Möglichkeit, die wichtigen Inhaltsfolien von dem Vortrag mitzubekommen. Und wir starten mit dem Who is Who, nämlich wer wir sind. Genau. Mein Name ist Rebecca Schmidt. Ich mache seit 4 bis 5 Jahren Inverted Classroom, habe das Fellowship für Innovation in der digitalen Hochschullehre 2016 bekommen. Und ich beforsche meine Lehre auch, weil es mir eben wichtig ist, auch nicht nur das zu machen, von dem ich glaube, dass es gut ist, sondern eben auch zu überprüfen, ob das tatsächlich stimmt. Ich komme inhaltlich aus der Kunstdidaktik und habe hauptsächlich Seminare, die quasi 9 bis 40 Personen groß sind. Also eher so ein sehr kleiner Rahmen, in dem das gut geht. Ja, mein Name ist, ja, Ja. danke. Mein Name ist Ilka Mint. Ich mache ICM-Kurse, biete die seit ungefähr 4 Jahren an. Ich habe auch so ein Fellowship gehabt wie Rebecca und da haben wir uns dann auch besser kennengelernt und insbesondere auch durch Sie und Ihre Erfahrungen bin ich auch dazu gekommen, meine eigene Lehre ein wenig zu beforschen, beziehungsweise hochschuldidaktische Konzepte in meine Lehre einzubinden. Und natürlich ein wichtiges ist der ICM. Ich selber komme aus der englischen Sprachwissenschaft, bin also eine Fachwissenschaftlerin, habe mit Didaktik und Hochschuldidaktik in der Forschung, also in meiner Forschung, überhaupt nichts zu tun. Das sind also alles Add-on-Bereiche, die aber trotzdem sehr spannend sind und habe das die Oh, Folie jetzt bin ich drin. bisschen veraltet, den ICM in der Großveranstaltung, also in der Vorlesung. Das waren immer zwischen 250 und 500 Teilnehmende und jetzt aber auch im letzten zurückliegenden Wintersemester auch in einem kleineren Seminar mit 25 bis 30 Teilnehmenden angewendet und bin immer wieder begeistert, wie gut das Ganze funktioniert. Damit wären wir mit der Vorstellungsrunde rum und kommen zu einer Menti-Umfrage. Genau, während Ilka das macht, stelle ich auch hier nochmal den Link rein, über den Sie auch zur Menti-Umfrage kommen. Es gibt jetzt drei Möglichkeiten, dahin zu kommen. Entweder über den Link, den ich in den Chat gestellt habe, entweder oder auf menti.com zu gehen und den Code einzugeben oder den QR-Code zu scannen. Ich finde es immer besser, das über ein externes Gerät zu machen, weil man da leichter reinkommt. Und da haben wir Fragen eingegeben,
mit denen wir Sie einfach besser kennenlernen wollen, nochmal gucken können, wer sitzt jetzt eigentlich hier, mit wem haben wir es zu tun. Und deshalb bitte ja, sich einloggen und abstimmen beziehungsweise. Fantastisch, Herzchen fliegen durch die Gegend. Gut, ich würde jetzt weitermachen, weil sonst. Gut, dann mache ich mal weiter, damit wir starten können. Die erste Frage beschäftigt sich mit dem Fachbereich, in dem Sie hauptsächlich lehren. Ja, ich habe eine Online-Schulung Da bewegt sich einiges. Hauptsächlich Sonstiges. Ansonsten haben wir ganz viel Gesellschaftswissenschaften, wenn ich das richtig sehe. Geisteswissenschaften, ja. Ja, genau. Ika, kannst du es besser lesen? Ja, Kannst du also für wir die haben drei Gesellschaftswissenschaften? Naturwissenschaften, 18 Geisteswissenschaften, 7 jeweils Sozialwissenschaften, oh, jetzt kommt 8 noch, Maschinenbau, E-Technik, Informatik, Wirtschaft, Medizin und Jura sind gering vertreten und 18 ist Sonstiges. Das ist natürlich jetzt wieder sehr spannend, was Sonstiges ist. Vielleicht Hochschuldidaktik, sowas in dem Bereich. Ja, das könnte sein, haben wir wahrscheinlich vergessen. Also wir haben Vielen Dank 60. dafür. Dann kommen wir zur nächsten Frage, ne, Rebecca? Genau. Ja. Uns interessiert, wie lange Sie schon das Inverted Classroom-Prinzip anwenden. Das ist ein bisschen eine Wiederaufnahme von der Frage von Joe und Christian. Noch gar nicht, seit kurzem bis zu 2 Jahre, seit längerem zwischen 2 und 5 Jahren und lange mehr als 5 Jahre. Und da zeigt sich eine relativ klare Tendenz, dass es doch viele gibt, die es erst seit kurzem bis zu 2 Jahre anwenden. 11 noch gar nicht. Und wir haben 13 jeweils seit längerem zwischen 2 und dann haben wir die Oldies quasi, die das schon länger als 5 Jahre anwenden. Das ist doch spannend. Da können wir hoffentlich auch heute noch ein bisschen was zu beitragen zur weiteren Motivation. Vielen Dank. Dann mache ich weiter mit der nächsten Frage. Und uns interessiert, wie groß Ihre Gruppen sind, also ob Sie Seminargrößen bis ca. 30 Personen, Übungsgrößen haben wir das mal genannt, wollen jetzt nicht definieren, was Übung ist, also bis ca. 50 oder wirklich Vorlesungen mehr als 50. Ganz eindeutig ist da offensichtlich die Gruppe der bis zu 30 Personen, einige auch bis 50 und einige wenige wirklich in größeren Vorlesungen, wo ICM auch gut funktioniert. Das Problem ist dann, finde ich, immer die Orga in den Präsenzphasen, aber überwiegender Teil in Seminargrößen bis 30. Wunderbar, herzlichen Dank dafür. Und dann haben wir noch eine Frage, wie gut kennen Sie sich mit dem Konzept des Student Engagement aus? Denn das ist das Thema unseres heutigen Vortrages. Ich kenne es noch gar nicht. Ich habe mal davon gehört und ich kenne mich damit sehr gut aus. Entschuldigung. Okay, da bewegt sich einiges. Die meisten haben schon mal irgendwas davon gehört. Ganz viele kennen es aber auch noch gar nicht. Und ein paar kennen sich damit sehr gut aus. Das ist natürlich dann auch spannend, auch in den interaktiven Phasen, was dann da nochmal als Input eventuell auch kommt. Perfekt, das war unsere letzte Frage. Jetzt muss ich hier kurz unelegant wechseln, mache den Bildschirm wieder groß. Da haben wir jetzt einen Eindruck erhalten, wie Ihr oder euer Wissensstand von Student Engagement ist. Und wir würden jetzt zum nächsten Punkt kommen, nämlich zur Definition und Dimension von Student Engagement, zu den Auswirkungen von ICM auf diese Dimensionen.
und dann auf das sogenannte How to Engage, was wir dann gleich selbstverständlich auch erklären werden. Student Engagement, der Begriff ist nicht nur englischsprachig, sondern das ganze Konzept stammt auch aus dem englischsprachigen Raum, nämlich aus Amerika, vor allen Dingen aus dem schulischen Bereich. Und da wurden Untersuchungen vorgenommen, um herauszufinden, wie die schulische Karriere abläuft. Nämlich, man wollte die Gründe herausfinden, wieso Kinder und Jugendliche die Schule abbrechen. Das können wir auf den Hochschulkontext auch übertragen, denn bei uns gibt es ja auch viele Diskussionen darüber, wieso Studierende ihre Studiengänge wechseln oder komplett ihr Studium abbrechen. Und da gab es zwei Modelle. Das eine hieß oder heißt Frustration Self-Esteem Model, wo es so um zirkuläre, spiralartige, die immer dann nach unten gehen, Ablehnungstendenzen geht, die untersucht wurden. Viel schöner ist aber das zweite Modell, was dann auch wirklich zu Stuart geführt hat, nämlich das als hier bezeichnete Partizipations-Identifikations-Modell. Und das geht auf ein sogenanntes Involvement in Schooling zurück. Also zielt vor allen Dingen darauf, wie kann man ein Beteiligtsein, eine aktive Einbindung der Schüler und auch oder Schülerinnen und auch der Studierenden mit anschauen, wie kann man sie einbinden, um halt genau solche Abbruchsprozesse möglichst zu vermeiden. Und dabei ist oder daraus ist dann das Student Engagement entstanden, was auch massiv weiterentwickelt wurde. Und dieses Konzept wurde dann nicht nur auf die Schule angewendet, sondern auch auf Colleges und Hochschulen. Also in Amerika ist das System ja ein bisschen anders, aber das gesamte Konzept wurde dann auch auf den schulischen und hochschulischen Bereich übertragen. Und Und inzwischen ist es auch so, dass dieses Konzept nicht nur in Deutschland zunehmend Anwendung findet, sondern auch wirklich in vielen, vielen anderen Ländern angewendet wird, neben USA, auch natürlich in Kanada, dann auch in Ländern wie Australien, in Israel, in Vietnam. Und seit 1998 gibt es zum Beispiel eine Studie in den USA mit dem Akronym NESSI. Das steht für National Survey of Student Engagement. Also da wird ganz intensiv nach Student Engagement geforscht und wird geschaut, was allgemein Gründe sind, wie Student Engagement hergestellt werden kann. Wir haben jetzt kurz über die Entwicklung, oder ich habe kurz über die Entwicklung berichtet und immer diesen Begriff Student Engagement verwendet. Und Rebecca und ich haben viel mit dem Begriff gebastelt. Die beiden Wortelemente in diesem Kompositum können vielfältig eingesetzt werden, weil im Englischen Student sowohl die Schülerin als auch Schüler bezeichnet, also im schulischen Bereich für Lernende zuständig ist sozusagen, als auch natürlich im Hochschul- und Universitätsbereich. Und letztendlich ist damit eigentlich jede Person, die irgendwie lernt, gemeint, egal wie alt diese Person ist. Das ist der eine Begriff, der schon schwer ins Deutsche eindeutig zu übersetzen ist. Und der andere Begriff, der es noch viel schwerer macht, ist Engagement. Das ist so ein false friend. Wir haben ja Engagement im Deutschen, aber Engagement meint was ganz anderes als Engagement im Englischen. Und im Engagement aus dem Englischen schwingen dann auch noch Begriffe wie Verpflichtung, wie Einstellung mit, wie Hingabe, wie beteiligt sein, sich einsetzen für etwas, aktiv teilnehmen, mitwirken und so weiter. Und uns ist kein deutscher Begriff eingefallen, der diese beiden Einheiten, Student und Engagement, so gut zusammenfasst, dass wir ihn verwenden können. Vielleicht hat ja jemand hier eine Idee. Also wir hatten keine und werden im weiteren Verlauf auch diesen englischen Begriff Student Engagement verwenden und bitten alle daran zu denken, dass Engagement, wie gesagt, viel, viel mehr ist als Engagement. Das wird sich aber auch, wenn wir auf die weiteren Erläuterungen kommen, wird sich dann auch ganz eindeutig zeigen. Also Student Engagement hat eine sehr starke begriffliche Breite. Englischen Begriff behalten wir bei. Und hier ist eine Definition, die jetzt erstmal sehr umfangreich erscheint. Ich gebe ein paar Minuten Zeit, damit man die kurz durchlesen kann. Involviertheit, ja. Ist auch teilweise mit dabei, die Involviertheit.
So, ich hoffe, dass die Zeit ausgereicht hat. Das ist jetzt eine Knallerdefinition, die interessanterweise in dem Buch von Christensen, Rashley und Wiley auch ganz am Ende des Buches vorkommt. Das ist wirklich ein dicker Klopper, der als Nachtlektüre etwas schwer zu verdauen ist. In dieser Definition sind folgende Begriffe sehr wichtig, die wie Students Active Participation, Commitment to Educational Goals, Learning, dann Find Learning Meaningful, Invested in the Learning, Drives Learning and Requires Energy and Effort. Also das sind alles Begriffe, die auf die Studierendenseite gemünzt sind und zeigen, wie Lernende gefordert sind, wirklich bei ihrem eigenen Lernprozess mitzuwirken. Also das ist eine wichtige Seite, die in dieser Definition herauskommt. Eine weitere wichtige Seite sind diese drei Begriffe: Behavior, Cognitive and Affective Subtypes. Und genau diese drei Begriffe bilden den Kern von Student Engagement, also Behavior, das Verhalten, was wir hier mit der Hand dargestellt haben, dann die Cognition, das haben wir mit dem Kopf dargestellt, und die Affective Subtypes oder Emotive auch häufig genannt, das ist dann die Emotion, die wir hier mit dem Herz dargestellt haben. Und das ist sozusagen der Kern von Student Engagement. Und auf diesen Kern und auf diese drei Begriffe möchten wir jetzt im Folgenden genauer eingehen. Und ich fange mit dem Verhalten an und Rebecca übernimmt dann die anderen beiden Komponenten Emotion und Kognition. Zum Verhalten. Beim Verhalten ist es so, dass diese Dimension auf der Seite der Studierenden verortet ist und es vor allen Dingen darum geht, dass man sich als Lehrende auf die Studierenden verlassen kann, also die Studierenden wirklich zuverlässig die Dinge, die von ihnen für die Lehre gefordert sind, vorbereiten. Eine aktive Teilnahme am Unterricht oder auch an der Vorbereitung der Materialien ist sehr, sehr wichtig. Also es sind alles sozusagen so Ideale, die hier angestrebt werden. Von den Studierenden im Konzept des Student Engagement werden Anstrengungen erwartet, die also jetzt erstmal auf eine Verhaltensebene bezogen sind. Man sieht, glaube ich, sofort direkt, dass eine Anstrengung, eine geistige, nicht ohne den Kopf, also ohne die Cognition geht. Also da sind wirklich immer Interdependenzen vorhanden. Manchmal ist es gar nicht leicht, das alles zu trennen. Eine Aufmerksamkeit, eine Anwesenheit wird vorausgesetzt. Sie sollen Beiträge liefern und sich auch an die entsprechenden sozialen Regeln halten. Also wie jetzt zum Beispiel im Digitalen, wenn sie nicht reden, das Mikrofon stumm schalten, störende Verhaltensformen nicht anwenden und so weiter und so fort. Also das ist die Verhaltensdimension. Genau, und ich habe im Chat schon auch nochmal Möglichkeiten gelesen. Da war von Identifikation die Rede und intrinsischer Motivation. Und das ist genau das, was der Aspekt der Emotionen fasst, nämlich quasi Gefühle, die einerseits mit der Institution selbst zu tun haben, aber auch bezogen auf den Lernprozess sind. Und das sind zum Beispiel, also wenn es positiv ist, Student Engagement, ist das natürlich Spaß, Freude, Zufriedenheit, aber auch Enthusiasmus und ein Gefühl dazu zu gehören. In hemmender Hinsicht wären es dann eher Frustration, Angst oder Wut, die ein Student Engagement dann eben negativ beeinflussen. Und Persicke sagt das natürlich auch, das ist jetzt ja hier im Chat auch schon geschrieben worden, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation und Volition eine große Rolle spielen. Frederiks et al. Haben darauf hingewiesen, dass Emotionen natürlich auch außerhalb des Lernens zu finden sind. Also zum Beispiel, ich freue mich, dass ich in die Uni gehen kann, weil ich da meine Freunde wiedersehe. Und deshalb ist Emotion beschränkt auf den Begriff akademische Emotionen, das heißt Emotionen, die auf eine Transaktion mit der Lernumgebung zurückzuführen sind, wo es quasi darum geht, dem Lernen nochmal eine Bedeutung zuzumessen, ein Interesse am Lerngegenstand zu haben, eine Zielperspektive zu haben und auch zu sehen, das, was ich hier lerne, hat für mich selber einen Wert. So viel zur Emotion und dann Kognition, das ist eigentlich das, woran man in Bezug auf Lernen eben ganz oft eben denkt. Da steht im Fokus,
in welchem Umfang man sich mit einem Gegenstand auseinandersetzt und eben Kenntnisse und Fertigkeiten erwirbt und eben auch Verständnis erwirbt. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie intensiv ich mich mit dem Lerngegenstand auseinandersetze. Und da haben wir für diejenigen, die sich damit auskennen, eine ganz enge Beziehung zum Prinzip der kognitiven Aktivierung, die ja aus der Unterrichtsqualitätsforschung kommt, wo es genau darum geht, einen Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Gleichzeitig sind damit aber auch strategisches und selbstregulierendes Vorgehen gemeint. Also, dass man metakognitive Strategien einsetzt, um sich intensiver mit Dingen auseinandersetzen zu können. Und deshalb fassen Filsäcker und Karras das zusammen, diesen kognitiven Aspekt unter Thoughtfulness, Investment and Self-Regulation. Das gehört dann eben zur Kognition. Und diese drei Aspekte gehören für Student Engagement eben insgesamt zusammen. Und dann übergebe ich an Ilka. Genau, also das sind, wie gesagt, die drei Kernaspekte: Verhalten, Emotion, Kognition. Ich hoffe, dass das soweit, oder wir hoffen, dass das soweit klar ist. Wenn nicht, bitte in den Chat, Rebecca, du übernimmst den Chat, weil ich den kaum sehen kann. Es ist fantastisch. Und wir wollen jetzt einfach mal konkrete Anwendungsbeispiele beziehungsweise Reaktionen unserer Studierenden auf Verhalten, Emotion und Kognition geben. Und das erste Beispiel... Entschuldigung. Ja. Achso. Weil im Chat gerade war, Verhalten ist die soziale Dimension. Ich würde sagen, das beinhaltet die soziale Dimension. Geht aber über die soziale Dimension hinaus, weil Verhalten auch heißt, wie intensiv bereite ich mich selber auf die Veranstaltung vor oder wie intensiv bereite ich es nach. Also das gehört auch mit zum Verhalten. Also insofern wäre die soziale Dimension damit involviert, beziehungsweise würde das ja auch in den emotionalen Part mit reinspielen. Okay, Ilka, jetzt kommst du dran. Entschuldigung. Nee, gerne, es ist ja super. Also bitte auch immer im Chat dazwischen fragen, einfach reingrätschen, weil ich, wie gesagt, ich sehe den Chat nicht. So, also Beispiele. Ein Beispiel für Kognition, was allerdings aber auch auf das Verhalten wieder rückkoppelt, also das eine geht meistens nicht ohne das andere, ist folgendes. Und zwar war das diese eine Großveranstaltung mit 300, 400 Studierenden. Und für die Präsenzphase war es so, dass die Studierenden in Gruppen Lösungen von Arbeitsblättern, die sie in der Selbstlernphase durchgehen und auf der Basis der Materialien beantworten sollten, diese Lösungen sollten sie vorstellen, was dann sozusagen charmante Art der studierendenzentrierten Aktivierung hatte. Es war so, dass sie die Antworten, die sie ja kannten, weil sie alle Materialien zur Verfügung hatten, selber in der Peer Group den anderen vorstellen konnten und somit auch gleichzeitig Experten für Antworten waren. Und das haben wir dann, das war ein Team von Leuten im Rahmen von dem Fellowship-Projekt. Einer davon ist auch jetzt gerade mit dabei bei der Konferenz, der Herr Pape. Das haben wir evaluiert und haben die Studierenden gefragt, ob sie oder wie sie die Vorstellung der Lösungen zum Arbeitsblatt durch die studentischen Gruppen fanden. Und knapp oder gut 31% fanden das gut, fast 50% der Studierenden fanden das überhaupt nicht gut und 20% fanden das gar nicht gut. Also wenn man nicht so gut und gar nicht gut mal zusammengruppiert, dann sind das knapp 70%, die diesen Aspekt des sozusagen kognitiven Bereitseins, also gar nicht so wahrscheinlich das Präsentieren, sondern kognitiv die Dinge zu durchdenken und dann bereit sein, sie anderen vorzustellen, die das eher nicht gut fanden und nur, wie gesagt, knapp 31% fanden das sehr gut. Das ist sehr erschreckend. Sie haben es aber trotzdem alle gemacht. Ein Aspekt zu Student Engagement. Und bei der nächsten Folie zeigt sich was in der Kunstdidaktik. Genau, da ist, ich hatte das Glück, dass ich durch das Fellowship meine Seminare beforschen konnte und habe so ein Kontrollgruppendesign gehabt. Die türkise Kurve oben, das sind die ICM-Seminare, zwei Seminare sind das und die graue Kurve unten ist ein Kontrollseminar, in dem nicht mit ICM gelehrt wurde. Und unten drunter stehen die Kategorien, zu denen beobachtet wurde. Also es saßen Beobachter in den Seminaren drin und haben das eingeschätzt. Und wenn man da sieht, also da sieht man auch nochmal, was so unter Verhalten gefasst werden kann, ist
Die Beteiligung war in den ICM-Seminaren höher, auch die Vorbereitung, das gehört alles zu Verhalten in Bezug auf Student Engagement. Neugierverhalten ist sowohl Verhalten als auch Kognition. Fokussierung ist eher Kognition und auch der Fortschritt liegen alle bei der ICM höher. Den einzigen Einbruch gibt es bei gezielten Fragen. Das kann ja, also an unterschiedlichen Gründen liegen. Ein Grund, mit dem wir es uns erklärt haben, ist, dass das Seminar in der grauen Kurve ein Praxissemester-Seminar war, wo die Leute in der Schule waren und einen Tag in der Uni waren. Und unsere Vermutung ist, dass da einfach mehr Fragen aufgetaucht sind und mehr fragwürdig tatsächlich erschienen. Was man aber sieht an der Kurve ganz schön, ist, dass viele Aspekte von Student Engagement in den ICM-Seminaren tatsächlich über dem lagen, was in einem normalen Seminar stattfand. So viel dazu. Und eine weitere Sache ist noch aus einem Fragebogen. Da kann man eben auch nochmal sehen, alle Balken, die hier in Blau eingezeichnet sind, sind eher positiv. Und wenn man da sieht, ich hatte mehr Erfolgserlebnisse, das ist fast komplett blau. Es gibt nur ein bisschen, trifft eher nicht zu. Dasselbe gilt für, ich hatte mehr Kontrolle über meinen persönlichen Lernprozess. Also auch da ist der Ausschlag sogar noch höher. Und ich konnte in der Veranstaltung besser mitreden, was tatsächlich alle drei Dimensionen umfasst. Also zum einen das Verhalten, zum anderen die Kognition und natürlich auch die Emotion, weil ich mich als kompetent oder kompetenter empfinde. Frage, wo kann man das nachlesen? Tatsächlich in einem der Begleitbände zur ICM. Nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr muss es gewesen sein. Da ist zumindest diese Seminarauswertung zu lesen. Genau, dann gut. Geht es weiter. Ja, so viel zu den Beispielen. Und jetzt geht es darum, das ganze Konzept so ein bisschen zusammenzuführen. Und zwar sind im Zentrum die drei Dimensionen zu erkennen, Verhalten, Emotion, Kognition. Dann geht ein dicker Pfeil zu den Studierenden, denn je nachdem, wie sie hier ein Student Engagement zeigen, wirkt sich das dann auch auf ihren eigenen Lehr-Lernprozess, ihr Verhalten, ihre Kognition, emotionale Einstellung dann entsprechend aus. Ein weiterer Fall, ich weiß gar nicht, sieht man meine Maus eigentlich? Ja, die sieht man. Ja. Gut, ein weiterer Fall, das ist gut. Ein weiterer Fall geht von den Studierenden zum Lernen. Und der ist insofern wichtig, als dass, wenn Sie sich an den Anfang erinnern, der Präsentation an dieses Ausgangsmodell, das Partizipations-Identifikationsmodell, wo es um Teilhabe und Beteiligtsein geht, das ist wichtig, dass Studierende an ihrem eigenen Lernen beteiligt sind, Teilhabe haben, aber auch an der Institution. Also deswegen von den Studierenden auch der Pfeil dann zur linken Seite in Bezug auf die Institution, wie sich Lernen auf die Institution nach innen und natürlich auch nach außen widerspiegelt und auswirkt. Und hier, finde ich, kann man schon so ein bisschen so ein amerikanisches Modell erkennen, wo natürlich auch durch nicht zuletzt durch die Alumni-Programme die amerikanische Hochschulen, Universitäten, Colleges haben, da auch nochmal eine ganz andere Außenwirkung, Zugehörigkeitsgefühl entwickelt wird, das bei uns noch bei weitem, also zumindest im deutschen Kontext, bei weitem nicht so stark ausgeprägt ist. Also wichtig sind die drei Kerndimensionen, Verhalten, Emotion, Kognition, die einen wichtigen Einfluss auf die Studierenden, auf ihren Lehr-Lerneffekt, auf ihr Being Engaged, nennen wir es, haben. Die Studierende, wie gesagt, wirken sich insgesamt auf das Lernen aus, welches wieder auf Student Engagement sich zurückspiegelt. Umgekehrt wirkt sich das Verhalten der Studierenden auf die Institution aus, aber auch die Institution zum Beispiel durch das zur Verfügung stellen von anständigen Lernräumen, von guten digitalen Ressourcen und so weiter, wirkt sich natürlich auch, und das ist dieser kleine Pfeil hier dann wieder, auf Verhalten, Emotionen, Kognition aus. Also Sie sehen die Interdependenzen, die und diese Multidimensionalität, die in dem ein Zitat, das wir oder der Definition von Student Engagement, was wir als Zitat zur Verfügung gestellt haben, die zeigt sich hier in ihrer absolut komplexen Form. Und wir gehen, wie gesagt, erstmal von diesen drei Dimensionen von Student Engagement aus.
Das ist das Student Engagement in Bezug auf die Studierenden. Wir haben für die Konferenz im letzten Jahr das Ganze zusammengefasst, Schmidt und Mint 2020. Das Ganze geht auf eine Publikation aus dem Jahr 2010 von Trawler und Trawler zurück. Und jetzt kommen wir zur nächsten spannenden Seite, denn bisher ist es ja relativ, also ich will nicht sagen eindimensional, aber nur auf die Studierenden bezogen. Und wie es weitergeht, sagt Rebecca. Jawohl, einen Hinweis noch, weil im Chat ja auch partizipatives Lernen als Stichwort genannt wurde. Da wäre es so, das würde sich quasi nur auf die rechte Seite, auf das Lernen beziehen, wo ja die Identifikation noch wichtig ist. Eine Sache auch nochmal, also wenn es sich auf die Studierenden bezieht, kann man das als being engaged definieren. Für uns als Lehrende ist ja aber wichtig, wie kriegen wir das eigentlich bei den Studierenden hin? Und da ist dann eben die Frage des how to engage. Das heißt, wie können wir Studierenden oder bei Studierenden ein Student Engagement fördern? Und was man auch da berücksichtigen soll, ist, wenn es einen positiven Effekt hat, beziehungsweise Studierende engaged sind in Bezug auf ihr Lernen, hat das natürlich auch Auswirkungen darauf, wie das How to Engage aussieht. Also jeder kennt das von sich selber, dass man in Lerngruppen anders agiert, wenn man merkt, die sind alle motiviert dabei, die sind total interessiert, die sind aktiv da. Agiert man anders, als wenn man so eine Masse hat, die einfach nur stumpf da sitzt. Und auf der anderen Seite auch, wenn sich Studierende für ihre Institution engagieren, in Gremien teilnehmen, kann das natürlich auch wieder Auswirkungen darauf haben, wie die Lehre gestaltet ist, wenn man quasi Evaluationen einbringt oder auch die Räumlichkeiten nochmal dadurch wieder beeinflusst. Also insofern ist das sehr interdependent, dieses System. How to engage ist noch so ein bisschen wenig konkret. Deshalb haben Ilka und ich in unserer Publikation nochmal Literatur gewälzt und dann vier Faktoren identifiziert, die ein How to engage nochmal ein bisschen stärker konkretisieren. Das ist zum einen ein unterstützendes Umfeld, dann das aktive, kollaborative Lernen. Dann ist es akademische Herausforderung und Erleben von Kompetenz. Das sind so die vier Faktoren, die wir da identifiziert haben und die wir jetzt im Folgenden abwechselnd nochmal genauer vorstellen. Genau, auch in dieser Reihenfolge. Und ich fange an mit dem unterstützenden Umfeld, welches sich in vier verschiedene Bereiche gliedert. Zum einen in die äußeren und materiellen Gegebenheiten, zum zweiten in das Lernklima, zum dritten in die Unterstützung bzw. Begleitung durch die Lehrkraft und viertens unterteilte sich in die transparente Vermittlung von Erwartung. Die äußere Infrastruktur ist ja meistens durch die Institution vorgegeben. Im Digitalen gibt es da natürlich ein paar andere Probleme, je nachdem, wie zu Hause Studierende Schreibtischsituationen, ruhige Lernumgebungen und so weiter haben. Also unter diesen äußeren materiellen Gegebenheiten wird allgemein Räumlichkeiten werden verstanden, es werden Medienausstattung verstanden und natürlich die Infrastruktur, also sowohl in einer analogen Welt als auch in einer digitalen Welt. Das angenehme Lernklima geht davon aus, dass sowohl Studierende als auch Lehrende für sich eine Wertschätzung gegenüberbringen und das auch entsprechend durch gegenseitigen Respekt zeigen, also wirklich von beiden Seiten und dadurch dann hoffentlich von lernenden Seite aus eine positive Beziehung zur Lehrkraft dann hergestellt werden kann. Sie merken schon, dieses unterstützende Umfeld hat auch einiges wieder mit den Dimensionen zu tun, nämlich hier mit der positiven Beziehung zur Lehrkraft kommen wir ganz stark in eine in die emotionale Dimension wieder mit rein. Also hier deuten sich wirklich schon die Interdependenzen an. Ganz wichtig für den ICM ist die Unterstützung bzw. Begleitung durch die Lehrkraft, also aus unserer Sicht für den ICM im Rahmen von Student Engagement, weil dadurch nämlich die vor allen Dingen veränderte Rolle der Lehrenden deutlich wird, die mit dem Zitat von King, from the sage on the stage to the guide on the side, ganz, ganz viel zu tun hat, denn dadurch, dass man ein ICM anwendet, kommt man ja wirklich
weg davon, die Hauptverantwortung für den Lehr-Lern-Prozess zu übernehmen, sondern die nach und nach den Studierenden zu übertragen und wirklich mehr so eine seitwärtsgewandte Rolle im Unterrichtsprozess einzunehmen. Und das Ganze ermöglicht dann natürlich eine gewisse Autonomie bei den Lehrenden, die dann auch ihren Lehr-Lern-Prozess, da sind wir zum Beispiel wieder bei der kognitiven Dimension, durch dieses unterstützende Umfeld, die also ihre eigene Lerner-Autonomie auch begreifen müssen und auch wahrnehmen müssen. Und der letzte Punkt, der auch vor allen Dingen jetzt in den digitalen Semestern immer wichtiger wurde, ist die transparente Vermittlung von Erwartungen. Also was erhoffe ich, wenn ich das ganze Konzept anwende, zum Beispiel ICM, was erhoffe ich mir in Bezug auf die Leistungserbringung als Lehrkraft? Wie sind die Erwartungen an die Studierenden? Was sollen sie idealerweise machen? Das hat dann wieder mit der Verhaltensdimension und natürlich auch ein bisschen mit kognitiver und emotionaler Dimension zu tun und ist sicherlich auch ganz klar hier, dass Interdependenzeffekt und auch direkte Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden ganz, ganz wichtig ist. Und da ist ganz klar hier, da kommt man natürlich sofort weg von dem frontalen Unterricht. So viel zum unterstützenden Umfeld. Jetzt kommen wir zum zweiten Bereich des How to Engage und das ist das aktive kollaborative Lernen. Jawohl, und das geht ganz stark zurück auf konstruktivistische Grundgedanken, nämlich, dass man sich Kenntnisse und Fertigkeiten selbst aktiv aneignen muss und dass es deshalb Möglichkeiten geben sollte, Wissen selbst zu konstruieren oder eben auch durch Peers zu co-konstruieren, das heißt durch den Austausch mit anderen nochmal zu einem tieferen Verständnis zu kommen. Und das heißt für die Lehre, möglichst diskursive Formen der Erarbeitung zu ermöglichen und Diskussion und Austausch zu fördern, um genau so einen Abgleich, was habe ich verstanden, was haben die anderen verstanden und wie ist es eigentlich gemeint, zu fördern. Und das geht natürlich in ICM hervorragend, weil man ja dadurch, dass man in der Vorbereitung oder in der Selbstlernphase ganz viel vorher schon entlastet hat, auf diese Dinge viel stärker eingehen kann und dann eben auch nochmal lernendenzentrierte Arbeitsformen einsetzen kann. Also sowas wie Gruppenarbeiten, Peer Learning, soziales Lernen. Also das heißt, es gibt viel mehr Möglichkeiten, in Gruppen zusammenzuarbeiten. Das ist eben auch nochmal ein Kennzeichen von diesem aktiven, kollaborativen Lernen, steckt ja in dem Begriff auch schon drin, wo natürlich von den Dimensionen her zum einen die Verhaltensdimension mit besprochen, also mit tangiert wird, also weil es ja darum geht, sich aktiv in das Lernen mit einzubringen, aber auch aktiv Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen, gleichzeitig natürlich auch die emotionale Komponente mitspielt, weil sozialer Kontakt tatsächlich auch notwendig ist und man dadurch nochmal ein stärkeres Gefühl von einer Lerngemeinschaft bekommen kann, wenn man zusammenarbeitet, als wenn man einfach nur sitzt und sich berieseln lässt. Und eine ganz wichtige Sache ist auch, dass den Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, sich einzubringen, dass sie Initiative ergreifen können. Und auch das könnte man in ICM tatsächlich ein Stückchen besser fördern, weil ja durch die Selbstlernphase viel an reproduktivem Wissen einfach schon da ist und man dann sagen kann, und jetzt wenden wir es an. So viel zum aktiven kollaborativen Lernen. Jo, und damit geht es weiter zur akademischen Herausforderung, die auch eine Verbindung zum aktiven und kollaborativen Lernen hat. Denn wie will ich inhaltlich die Studierenden herausfordern, also wie will ich sie fordern, aber nicht überfordern, um ihnen die Dinge beizubringen, die sie lernen sollen oder vielleicht wirklich noch mehr darüber hinaus. Das kann ich erreichen, indem ich zum Beispiel Aufgaben stelle, die wirklich authentisch sind, also der Lebenswelt der Lernenden entnommen sind oder an sie anknüpfen oder der zukünftigen Lebenswelt, wenn ich zum Beispiel einen schulischen Kontext habe.
die sie dadurch natürlich dann auch motivieren, weil sie eine Beziehung vom Lerngegenstand zu ihrem beruflichen Umfeld sehen und die idealerweise auch Spaß machen. Das ist immer so ein Problem aus meinem Bereich der englischen Sprachwissenschaft. Das hat manchmal was mit Grammatik zu tun. Alle, die sich an den schulischen Sprachunterricht erinnern, wenn es dann hieß, okay, let's do some grammar, ich glaube, da war dann die Motivation und der Spaß erstmal eher nicht da. Kann man aber auch machen. Man muss halt einfach ein paar Sachen wirklich mal umdrehen und von der anderen Seite her denken. Und das, dieses Umdrehen und von der anderen Seite her denken zeigt sich auch daran, dass man zum Beispiel auch Aufgaben erstellen kann, die verschiedenste Herangehensweisen aufzeigen und auch verschiedenste Lösungen ermöglichen. Also wieso sollte ich, wenn es zum Beispiel jetzt um Übersetzungen geht, wieso sollte ich nicht auch die digitalen Übersetzungsprogramme mit, die die Studierenden sowieso verwenden und Schüler auch nicht einbeziehen und dann zum Beispiel mal diskutieren, was läuft da, was passiert da im Hintergrund, was ist gut, was ist schlecht und so weiter. Also dass ich wirklich Hands-on-Beispiele habe, die dann, wie gesagt, genau diese Authentizität aufzeigen. Die Lernaktivitäten sind in diesem Zusammenhang natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil sie, hatte ich auch schon gesagt, an die Lebenswelt oder an die zukünftige Lebenswelt anknüpfen sollen. Man sieht hierzu bei den Lernaktivitäten auch schon direkt bei der akademischen Herausforderung die Verknüpfung dann zu dem Punkt, den Rebecca vorher gesagt hat, zum aktiven, kollaborativen Lernen. Und dabei ist natürlich immer wichtig, dass das nicht vorgegeben wird. Also der Guide on the Side ist wichtig, nämlich dieses eigenverantwortliche Arbeiten oder die Bearbeitung und auch natürlich kooperativ, also in Gruppen Diskussionen ermöglichen, Vorarbeiten im Austausch ermöglichen und damit Lehr-Lern-Kontexte schaffen, die vor allen Dingen auch auf die kognitive Dimension von Student Engagement anspielen und da eine Relevanz haben. Denn das ist hier wirklich ganz klar bei der akademischen Herausforderung, die Beziehung zur Dimension der Kognition, die hier sehr, sehr wichtig ist. Und damit übergebe ich durch Fordern, aber nicht überfordern, übergebe ich die Verantwortung des Lehr-Lernprozesses wirklich an die Studierenden. Und jetzt macht Rebecca mit dem letzten, vierten Punkt weiter zu How to Engage. Und fordern, aber nicht überfordern, ist genau das Stichwort für Erleben von Kompetenz. Weil ich mich nur kompetent erlebe oder nur ein Erfolgserlebnis habe, wenn ich eine Aufgabe gemeistert habe, die für mich als Herausforderung, die ich als Herausforderung wahrgenommen habe. Gleichzeitig ist es aber die Aufgabe der Lehrenden, diese Herausforderung so zu gestalten, dass sie tatsächlich auch zu meistern sind. Und also deshalb ist fordern, aber nicht überfordern, sowohl akademische Herausforderungen als auch Erleben von Kompetenz, also beziehungsweise wenn das gut gelingt, dann hat das ein Erleben von Kompetenz zur Folge. Und wichtig auch, das hatte ich ja auch bei der emotionalen Dimension schon gesagt, dass den Studierenden deutlich wird, warum mache ich das hier eigentlich? Oder dass sie viel stärker erkennen, das, was ich hier tue, hat einen Wert, das hat einen Sinn, das ist für mich später wichtig, das ist vielleicht auch interessant. Das gehört als Aspekt auch mit zum Erleben von Kompetenz, eben dass das Lernen als bedeutsam und sinnhaft erlebt werden kann. Ganz wichtig ist, um so ein Erfolgserlebnis zu haben, sind eben auch Aha-Erlebnisse, also so Erkenntnisse, wo einem plötzlich das Licht aufgeht. Und auch da, glaube ich, liegt ein hohes Potenzial in ICM, weil in der Selbstlernphase viel erstmal selber angeeignet werden muss, aber schon eine Grundlage da ist, auf der dann tatsächlich nochmal gesagt werden kann, ach stimmt, jetzt verstehe ich diesen Text plötzlich. Und dann ist eine völlig andere Wertschätzung dessen, was man in den Seminaren macht, vorhanden, eben weil man sich dann in den Seminaren nochmal viel stärker als kompetent erlebt. Und das kann von den Lehrenden dadurch gefördert werden, dass man Unterstützung anbietet. Das heißt, Feedback gibt immer mal wieder oder eben auch Scaffolding anbietet. Das heißt, so den Lernprozess in unterschiedliche kleine Stufen unterteilt, um dann langsam zu diesem Ziel zu kommen. Das heißt, im Fokus von diesem Faktor Erleben von Kompetenz steht quasi, dass man Motivation fördert, auch Volition fördert und Frust und Unlust vermeidet, aber eben nicht dadurch, dass man lauter einfache Aufgaben stellt, sondern Aufgaben stellt, die herausfordernd sind,
aber eben bewältigbar. Also um mit Vygotsky zu sprechen, in dieser Zone der proximalen Entwicklung. Das heißt, keine Unterforderung und auch keine Überforderung. Und das hat primär natürlich Auswirkungen auf die Emotion oder auf die emotionale Dimension, aber natürlich auch auf die kognitive Dimension, weil dann natürlich auch nochmal die intensive Auseinandersetzung durch Herausfordern gefördert wird. So viel zu den unterstützenden Faktoren. Wir hatten im Vorstellen dieser unterstützenden Faktoren immer schon wieder Bezüge hergestellt zu Inverted Classroom. Nochmal als Zusammenfassung kann man eben sagen, durch dieses spezifische Konzept von Inverted Classroom werden die unterstützenden Faktoren begünstigt. Also im unterstützenden Umfeld ist es eben stärker diese veränderte Lehrendenrolle, diese mögliche höhere Autonomie. Das aktive, kollaborative Lernen wird eben dadurch, dass durch die Vorbereitung mehr Zeit zur Verfügung steht, auch ermöglicht. Die akademische Herausforderung auch, wenn man plötzlich auf einem ganz anderen Level ansetzen kann. Und das Erleben von Kompetenz dadurch, dass zum Beispiel auch die Studierenden, wenn sie sich vorbereitet haben in der Selbstlernphase, ganz anders an der Präsenzphase teilhaben können. Wichtig ist uns aber zu sagen, ICM ist natürlich eine Möglichkeit, nicht die einzige. Ne? Also es ist wie immer, viele Wege führen nach Rom. ICM ist eine gute Möglichkeit, aber nicht alles. Genau. Ja, wir sind... Komme ich gerade im... Willst du den Chat noch machen, Rebecca? Nee, ich glaube, ich lese den parallel, während du weitermachst. Okay, gut. Also wir sind jetzt so weit, dass wir Student Engagement und ICM versucht haben vorzustellen, das gesamte Konzept. Und uns interessiert natürlich das How to Engage. Vielleicht erstmal an diesem Punkt gibt es dazu, ich gehe vielleicht nochmal zurück zu dem... Überblick hier. Gibt es dazu Fragen, bevor wir jetzt nämlich weitergehen? Kommt da was? Oder alles soweit? Ja, und nee, da ist gerade, also erinnert an Flow-Erleben, genau, das Erleben von Kompetenz. Den letzten Beitrag lautet der Begriff, dafür nicht eigentlich studieren. Habe ich nicht verstanden. Gerade alles top. Ich glaube, wir können weitergehen. Perfekt, super. Also wir wollen jetzt... Ihnen die Wahl sozusagen überlassen, wie es weitergehen soll. Wir haben nämlich drei verschiedene Optionen. Das ist wieder die gleiche Menti-Abfrage, in der Sie vorher schon waren. Falls nicht, müssten Sie da nochmal reingehen mit dem entsprechenden Code. Ich rufe die jetzt auch nochmal auf. Klappt es? Ich müsste zur nächsten Frage weitergehen. Also Sie sind gefragt, und zwar sollen wir weitermachen mit der ICM und Präsenzphasen? Sollen wir weitermachen mit einem Inverted Classroom und Selbstlernphasen? Oder sollen wir weitermachen mit ICM, Student Engagement und Corona? Das ist ja spannend. Das ist jetzt für uns auch spannend, weil wir natürlich wissen müssen, wo es weitergeht. Wir sind ja Kopf an Kopf rennen. Ja. Wow. Wie viele sind denn Teilnehmer? Sind es um die 70? Ich würde jetzt nämlich mal warten. Jetzt haben wir 48. 49 haben gewotet. 90 Teilnehmer. 90, okay, dann warte ich mal noch, weil... Warten wir noch ein bisschen, ja. Das ist ja wirklich Kopf an Kopf von allen dreien. Jetzt bin ich gespannt, wer da entscheidet. Yes. Ja. Man darf jetzt. Jo sagt, alle mitmachen. 2020. Guck ich mal auf die Zeit. Oh, oh. Okay. Cool.
Also wir können auch im Nachgang dann die anderen Themen noch ein Nachinterview machen, gell? Ja. Alle drei bitte, ja, da kriegen wir ein Problem, glaube ich, mit Christian und der Zeit. Nein, ihr seid so unpackbar super in der Zeit, es ist alles wirklich großartig. Gerne weitermachen. Bitte alle. Also wir fangen jetzt, ich glaube, ich würde das Wörting schließen, 61 haben wir. Wir fangen mit ICM Student Engagement Corona an und schauen, wie wir durchkommen, denn das hat 23 Words gekriegt, aber knapp dahinter mit nur 21 ist der ICM mit Selbstlernphasen und 17 Präsenzphasen. Also wir finden es auch alles drei spannend, aber das Voting ist relativ klar. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich jetzt hier wieder meinen Bildschirm... Kleiner Krieg. Während du das teilst, kommentiere ich mal den Chat. Da ging es nochmal um das Studieren und ob nicht Studieren grundsätzlich das alles beinhalten sollte, was wir da vorstellen. Stimmt. Gebe ich genauso recht. Das Problem ist, das wird oft tatsächlich unter den Tisch gekehrt oder einfach nicht gesehen. Ne? Genau, also so viel nur dazu. Und dann gehen wir zu Student Engagement und ICM und Corona. Ja, ganz knapp nur als Sieger. Also wenn wir es schaffen, dann machen wir gerne auch noch den zweiten, nämlich die Selbstlernphasen. Aber jetzt erstmal Student Engagement und Corona. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns gedacht, wir steigen mal ein bisschen in die qualitative, nicht quantitative, also naja, doch ist auch ein bisschen quantitativ, Datenauswertung ein. Und zwar haben wir die Standard-Evaluationen, die hier über den EWASYS-System in Paderborn laufen. Das ist ein festgelegter Fragebogen zur Kursevaluation. Den haben wir genommen und zwar haben wir die Freitextkommentare uns angeschaut. Und da gibt es zwei Kategorien in Paderborn. Die eine Kategorie, also nicht das war gut und das war blöd, sondern das heißt freundlicher, besonders gut gefallen hat mir. Und diese Verbesserungsvorschläge und weitere Kommentare habe ich. Und das haben wir genommen, die Freitextkommentare der Studierenden, weil unsere Idee war, was auch immer die da sagen, zeigt deren Notwendigkeit vom gesamten Semester an oder da, wo sie Bedürfnisse hatten oder eben, was sie gut fanden. Also weil sie ja einfach selber kommentieren können, wo sie einen Schwerpunkt drauflegen. Das ist ja überhaupt nicht von Lehrendenseite vorgegeben. Und wir haben drei Semester in Präsenz genommen, die Evaluationen. Das sind für die, die es wissen wollen, Winter 17, 18, Winter 18, 19, Sommer 19. Die Zahlen sind so ein bisschen komisch, weil wir Semester haben wollten, wo wir beide unterrichtet haben und nicht in einem Forschungssemester waren oder irgendwas Komisches passiert ist. Und diese drei Semester, die prozentualen Mittelwert, also wir haben das dann in relative Werte umgerechnet, die haben wir auch als relative Werte dann mit dem Präsenzsemester im Sommer 2020 verglichen, den Winter jetzt haben wir da noch nicht mit aufgenommen, beziehungsweise die Lehrsituation ist da nicht optimal. Also was ist optimal? Also Rebecca ist jetzt im Freisemester gewesen, also von ihr gibt es da keine Daten. Also der Vergleich hinkt ein bisschen, weil wir drei Präsenzsemester mit einem Online-Semester vergleichen, aber mehr haben wir ja nicht. Wir haben jeweils die gleichen Kurse genommen, die gleichen Kurse, die immer wieder regelmäßig in der Sprachwissenschaft angeboten wurden und auch in der Kunstdidaktik, halt mit unterschiedlichen Studierenden natürlich logischerweise besetzt waren und wollten das jetzt vergleichen und haben versucht, die Freitextkommentare diesen vier unterstützenden Faktoren zuzuweisen, also diese vier unterstützenden Faktoren von akademischer Herausforderung, kollaboratives Arbeiten, Erleben von Kompetenz und so weiter. Das hat ganz gut geklappt und das haben wir dann entsprechend versucht, in Grafiken umzubauen. Und das sind hier die Gesamtzahlen. Also aus der Präsenzlehre haben wir insgesamt 107 Items, also nicht insgesamt Kommentare, sondern in einem Kommentar waren ja auch manchmal zwei Dinge vorhanden. Einer meinetwegen zum Umfeld und einer meinetwegen zum aktiven kollaborativen Arbeiten. Die haben wir dann jeweils gezählt. Das sind die absoluten Zahlen. Also wir haben über drei Semester in der Präsenzlehre fast ähnliche Itemnennungen in Gefallen und Verbesserungen. Gut ist, dass in beiden Bereichen, sowohl in der Anglistik als auch in der Kunstdidaktik, mehr Kommentare zu Gefallen als zu Verbesserungen waren. Aber eigentlich sind ja die Verbesserungssachen häufig die viel spannenderen. Und in der Online-Lehre ist es auch so, dass wir zwischen 48 und 56 Items zu Gefallen haben
und 18 bzw. 19 Items jeweils zur Verbesserung. Und genau dieses Setup ist es auch jetzt, was wir grafisch umgesetzt haben. Also Sie kriegen jetzt 4 verschiedene Grafiken zu den 4 verschiedenen Faktoren von How to Engage, also wie können wir als Lehrende versuchen, Student Engagement für die Studierenden zu erreichen. Und zwar sind die ersten beiden Balken auf die Präsenzlehre gemischt. Der erste Präsenzlehre und gut gelaufen. Der zweite Präsenzlehre und Verbesserung. Also einfach, was in der Häufigkeit da angezeigt wurde von Studierendenseite. Und dann die nächsten beiden Blöcke beziehen sich auf das Sommersemester 2020, was ja komplett online lief. Zum einen gut gelaufen und zum anderen Verbesserung. Und das sieht jetzt für den ersten Faktor, das unterstützende Umfeld, folgendermaßen aus. Die etwas röteren Balken beziehen sich auf die englischen Sprachwissenschaft. Die etwas zart roten, rosa Balken beziehen sich auf die Kunstdidaktik. Und was man hier sieht, ist, dass in der englischen Sprachwissenschaft zum Beispiel in der Präsenzlehre relativ viele Kommentare, also 50% aller Kommentare, die insgesamt abgegeben wurden, beziehen sich auf das unterstützende Umfeld und noch viel, viel mehr, nämlich knapp 80%, ich glaube, ups, sind 78%, die beziehen sich in dem Online-Semester in meinen Kursen auf das unterstützende Umfeld. Verbesserungsvorschläge kamen zu in der Präsenzlehre ungefähr zu 21%. Und zu, weiß ich nicht, 17, glaube ich, sind es in der Online-Lehre. Was man sehen kann bei der Kunst, ist, dass interessanterweise zwischen Präsenz- und Online-Lehre so gut wie in der Häufigkeit der Nennung so gut wie kein Unterschied vorhanden ist. Beides knapp unter 50. Und bei den Verbesserungen war in der Online-Lehre waren einige mehr, knapp über 20. Und in der Präsenzlehre eigentlich alles ganz wunderbar und ganz fantastisch. Was haben jetzt die Studierenden, das sind die quantitativen Faktoren, was haben jetzt die Studierenden eigentlich genauer gesagt? Also in der die Freitextkommentare in der Sprachwissenschaft haben sich zum Beispiel auf die Organisation und Strukturierung des Kurses im LMS bezogen. Also das ist vor allen Dingen positiv gewesen. Bei den Verbesserungen haben sie sich eine größere Transparenz der Lerninhalte gewünscht. Also wirklich das unterstützende Umfeld wurde da sehr, sehr ernst genommen. Das war ihnen noch nicht deutlich genug. Und sie wollten die Lerninhalte in Bezug auf Eingehen von Fragen noch transparenter gemacht haben. Und eine Kommunikation der Inhalte und Informationen war ihnen auch nicht deutlich. Im Bereich der Kunstdidaktik haben sich die meisten Freitextkommentare auf die Strukturierung der Lehrveranstaltung und die Inhalte bezogen. Also das wurde als sehr, sehr positiv alles angesehen. Und dadurch, dass da, wie gesagt, zwischen Präsenz- und Online-Lehre kaum Unterschiede festzustellen sind, kann man sagen, dass hier offensichtlich wirklich in einer fast idealen Konstellation die Präsenzlehre in die Online-Lehre umgesetzt wurde oder schon so weit war, dass da die digitalen Werkzeuge entsprechend vorhanden waren und nur noch fürs Digitale angewendet werden mussten. Bei den Verbesserungswünschen war es so, dass die Dozentin ein aktives Mitdenken eingefordert hat. Und man natürlich erwartet hat, dass die Studierenden antworten. Also das wäre hier so ein Transparenzaspekt vielleicht. Und das kam von den Studierenden nicht immer ganz in der erwünschten Art und Weise. Und hier kann man zur Schlussfolgerung kommen, dass die Studierenden im Online-Semester Unterstützung sehr, sehr wichtig war. Und weil sie das aufgrund des Digitalen als einschränkend empfanden, sie also wirklich da nach dem Bedürfnis gerufen haben, dass sie mehr Unterstützung bekommen sollten, weil das in ihren Augen wohl nicht ganz so berücksichtigt wurde. Das unsere Erkenntnisse zum unterstützenden Umfeld, also wie gesagt, ganz, ganz starke Anzahl von Nennungen, vor allen Dingen in der Sprachwissenschaft, deutlich weniger im Kunstbereich. Wie sieht es jetzt mit dem nächsten Faktor aus, mit dem aktiven, kollaborativen Lernen? Und da ist Rebecca an der Reihe, das vorzustellen. Jawohl, was man hier auch sieht, ist auch wieder die etwas helleren Balken sind die Kunstdidaktik, die dunkleren sind die englische Sprachwissenschaft. Was man da sieht, ist, dass auch da es im Grunde genommen eine Steigerung gab, beziehungsweise bei der Kunstdidaktik gab es kaum Unterschiede in Bezug auf die Förderung oder Unterstützung von aktiven, kollaborativen Lernen. Das bleibt sowohl in der Präsenz- als auch in der Online-Lehre gleich. Spannend ist,
dass es bei der Präsenzlehre Verbesserungswünsche gab, die bei der Online-Lehre gar nicht mehr zum Tragen kommen. Und ein ähnliches Bild zeigt sich auch in der englischen Sprachwissenschaft, dass da im Grunde genommen auch der Wert von den Kommentaren oder die Anzahl der Kommentare gestiegen ist, die sich positiv darüber äußern in Bezug auf aktives, kollaboratives Lernen. Und das hat oder kann damit zusammenhängen, dass, also es gibt Untersuchungen zu den digitalen Semestern, wo tatsächlich das unterstützende Umfeld und auch das aktive, kollaborative Lernen als besonderes Bedürfnis von den Studierenden nochmal gekennzeichnet wird. Und wir hatten in beiden Seminaren, gab es die Möglichkeit, in Breakout-Räumen in Gruppenarbeit zu gehen. Und das könnte einer dieser Faktoren sein, dass da tatsächlich die Studierenden den Eindruck hatten, okay, wir können hier tatsächlich auch in Gruppen zusammenarbeiten, wir können uns austauschen. Und dadurch waren diese Faktoren, aktives, kollaboratives Lernen, relativ gleichbleibend, beziehungsweise zum Teil ja sogar ein Stückchen besser. Ich fand das am Anfang wirklich irritierend, weil ich gedacht hätte, dass da eine viel größere Verschiebung stattfindet. Aber es kann natürlich eben wirklich genau das sein, dass durch diese Breakout-Räume und die Möglichkeit, in Gruppen zusammenzuarbeiten, da einiges aufgefangen werden konnte. So viel zum aktiven, kollaborativen Lernen. Dann können wir direkt weitergehen. Genau, damit geht es weiter zur akademischen Herausforderung. Und auch hier sieht man wieder, dass im Bereich Kunst in Präsenzlehre ungefähr ähnliche Ausweitungen der Balken vorhanden sind, wie auch in der Online-Lehre. Und in der Sprachwissenschaft der Ausschlag der Balken in Präsenzlehre im Verhältnis zur Online-Lehre doch deutlich, deutlich anders ist. Bei der Kunstdidaktik ist die akademische Herausforderung ein wichtiger Bereich. Allerdings gibt es die wenigsten positiven Freitextkommentare hierbei, und die Studierenden haben sich vor allen Dingen auf die Auswahl und auf die Aufbereitung der vorbereitenden Materialien bezogen. Also man muss dazu sagen, in Kunst, Rebecca hatte diesen Kurs schon als ICM konzipiert. Ich noch nicht, habe ich, wenn man die Ergebnisse, wenn wir die hier durchgehen, danach dann schleunigst gemacht. Also die Materialien waren alle auf einen ICM, oder es war alles schon ein ICM. Und auch die Relevanz dieser Inhalte in der Kunst für den Schulalltag, die finden sich im Online-Semester nicht offensichtlich aus Studierenden-Sicht nicht ganz so stark wieder. Und hier stellt sich dann die Frage, ob das Format jetzt schwieriger war in Bezug auf die Bedeutung, um die Bedeutung für die Praxis zu erkennen, oder ob einfach die Studierenden komplett anderes Augenmerk auf andere Bereiche gerichtet haben. Die Verbesserungswünsche bezogen sich auf den Workload, der wurde als zu hoch empfunden. Also das hat dann auch mit dem ersten Punkt ein bisschen was zu tun, mit dem Umfeld. Aber die Studierenden haben eigentlich gesagt, dass sie weniger Zeit für die Vor- und Nachbereitung benötigt haben, als es eigentlich von den ECTS-Punkten vorgesehen war. Also da ist so ein bisschen so ein Widerspruch in der eigenen Arbeitshaltung, der sich auf die akademische Herausforderung auswirkt, zu erkennen. Natürlich kann es auch damit zu tun haben, dass das ICM-Modell jetzt im digitalen Bereich angewendet wurde und nicht mehr direkt in der Präsenzphase, die ja beim ICM dadurch, dass wirklich alle zusammenkommen, nochmal ein ganz anderes Modell erfordert. Für die englische Sprachwissenschaft ist zu sagen, dass sowohl in der Präsenzlehre als auch in der Online-Lehre massiv darum gebeten wurde, die akademische Herausforderung stärker anzunehmen. Also konkret ging es darum, konkreteren Schulbezug herzustellen, mehr so Best-Practice-Beispiele anzuwenden, wobei ich dazu sagen muss, dass ich in der Sprachwissenschaft, also in der Fachwissenschaft unterrichte, versuche, einen Schulbezug herzustellen, aber den unmittelbaren Schulbezug, den stellen die Fachdidaktiker her. Und der Wunsch der Studierenden ist mir deutlich, bringt aber wenig aus meiner fachlichen Sicht, weil die Grundlagen hergestellt werden müssten. Ich sage aber gleich, wie ich das versucht habe zu lösen, später bei einer anderen Folie nochmal. Also, ihr Lieben, super cool, spannend alles, und bitte zum Ende kommen. Ja, wir sind auch schon beim nächsten Faktor, nämlich bei Erleben von Kompetenz.
Jawohl, was man hier sieht, ist, dass auch da es sich bei der englischen Sprachwissenschaft ein Stück verändert, während in der Präsenzlehre es noch relativ viele positive oder Aussagen zu, dass es gut gelaufen gibt, ist das in der Online-Lehre etwas weniger. Genauso steigt auch die Anzahl an Verbesserungsvorschlägen, was die Studierenden sich da eben vor allen Dingen gewünscht haben, ist nochmal verstärkt Übungsaktionen, um das zu vertiefen, was sie gelernt haben, aber auch, dass die wichtigsten Erkenntnisse nochmal zusammengefasst werden, weil da doch eine gewisse Unsicherheit bestand, was ist jetzt eigentlich wichtig aus den Diskussionen, aber eben auch nochmal auch in den Präsenzveranstaltungen, dass das nochmal explizit gesichert würde. Positiv wurden in Bezug auf das Kompetenzerleben bei der englischen Sprachwissenschaften tatsächlich so Übungen in dem Peer-Setting bewertet. Interessant ist, dass bei der Kunstdidaktik auch hier wieder die helleren Balken sich das ein Stückchen verschoben hat. Nicht signifikant, aber es gibt tatsächlich mehr positive Nennungen zum Erleben von Kompetenz. Interessanterweise, das Seminar war gespalten in einen asynchronen Teil und einen synchronen Teil. Die Studierenden konnten sich das auswählen. Interessanterweise gab es bei den asynchronen Studierenden die höchsten oder die meisten Anmerkungen zum Erleben von Kompetenz, weil sie da den Eindruck hatten, sie haben sich das hauptsächlich selber erarbeitet. So viel in aller Kürze zum Erleben von Kompetenz. Und wir kommen nochmal zum Gesamtvergleich. Genau, den denke ich, können wir ganz kurz machen. Also bei der Sprachwissenschaft, das sieht man hier auch an dem Ausschlag der Balken, zeigt sich zwischen Online und Präsenz, zeigen sich große, große, große Unterschiede. Und was ich vor allen Dingen daraus mitgenommen habe, sind die Verbesserungsvorschläge, insbesondere auf Bezug auf die akademische Herausforderung, was für mich bedeutet hat, dass ich diesen Kurs dann im Zurückliniensemester Winter 2021 in ein ICM umgewandelt habe. Und ich habe in der Tat deutlich weniger Meldungen zu unterstützendem Umfeld. Und der Hauptaugenmerk lag wirklich auf Erleben von Kompetenz und auf der akademischen Herausforderung. Und in der Kunst? Da war das ja als Inverted Classroom Seminar sowieso geplant. Und da ist es spannend, dass sich die Verteilung wirklich so gut wie gar nicht verändert hat. Also es bleibt so, die Tendenz bleibt bestehen. Und im Gegenteil, tatsächlich, das hatte ich ja beim aktiven kollaborativen Lernen schon gesagt, der Bedarf nach Verbesserungen in Bezug auf das aktive kollaborative Lernen ist bei der Online-Lehre überhaupt nicht, also wird es nicht nochmal extra genannt. Das könnte auch hier wieder ein Vorteil sein oder eben auch ein Beleg dafür, dass Inverted Classroom sich positiv auf dieses Unterstützen der Faktoren auswirkt, sowohl in Präsenz als auch in Online-Lehre. Ich liebe das Wort könnte, weil es tut es natürlich, weil es ein wunderschöner Beleg ist. Also wirklich super danke für diese tollen Daten, die ihr jetzt noch dazu geliefert habt. Und wir werden diese Folien, die ihr jetzt noch verwendet habt, auch in die Dokumentation einbinden. Ja, wir kommen zu unserer Schlussfolie, die allerletzte Folie als Wrap-up, okay? Genau, weil was wir festgestellt haben im Vergleich von unseren Daten, auch mit weiteren Studien zur Lehre in Corona, ist, dass sich so eine gewisse Reihenfolge abbilden lässt, darin, was zum einen den Studierenden wichtig ist und was auch für den Aufbau von einer digitalen Lehre oder für eine Online-Lehre als Reihenfolge fokussiert werden kann. Und da ist zuerst mal wichtig, dass es ein unterstützendes Umfeld gibt, dass man da den Fokus drauf legt, dass das alles funktioniert, dass die Studierenden sich wahrgenommen und unterstützt fühlen, dann könnte man den Fokus auf das aktive, kollaborative Lernen legen. Das sind so die zwei Hauptpunkte. Das sind auch die Punkte, die in den Studien ganz häufig vorkommen, während akademische Herausforderungen und Erleben von Kompetenz dann eher als Nachklapp bezeichnet werden. Und man sieht das ja auch schön bei der Weiterentwicklung von Ilka, dass sie wirklich im ersten Semester ganz viel aufs unterstützende Umfeld gelegt hat und jetzt dann viel verstärkter auf akademische Herausforderungen und Erleben von Kompetenz
sich fokussiert hat. Und das wäre auch so eine Schlussfolgerung oder eine Botschaft, die wir mitgeben möchten, wer quasi beginnt. Man sollte sich nicht auf alle vier Faktoren gleichzeitig konzentrieren. Das wird sehr schwierig. Sinnvoller ist, sich auf einzelne zu fokussieren. Und da bietet sich die von uns vorgeschlagene Reihenfolge an.